Kann ich nicht irgendwie meine Tasche erhöhen oder so? Größtes Inventar. Jo, danke. So, was habe ich jetzt hier für eine Pistole eigentlich? Okay, jetzt wie... Ja, und ich habe hier alles gegeben, was eigentlich geht. Ja, jetzt müssen die mal erstmal wieder runterkommen hier. Aber ehrlich gesagt habe ich gar keine Lust darauf zu warten. Wenn er sich umdreht, würde ich ihn ja liebsten umliegen, ey. Wir machen es wie in jedem schlechten Spiel, wir warten einfach an irgendeiner Ecke, bis sie hier rumkommen und dann erschießen wir sie alle. Wieso stirbt der Typ nicht? Na, kommt Leute, kommt zu mir, kommt zu Papa. Cool, sie haben mich verloren. Das ist natürlich sehr gut. Mit der F sind wir hier reingekommen, oder? Nee. Ah, aber wir können von hier aus schießen. Oder auch nicht. Gut, wir haben... Zwei haben wir jetzt schon ausgeschaltet. Ja, sehr gut. Jetzt geht natürlich um die Ecke. Na, komm schon, komm zurück. Komm zu Pavi. Ja, er soll erstmal die ganze Munition in der schießen. Ah, oh, das kann mich jetzt Verstärkung noch kommt. Oh, ich bin ein Scharfschütze. Yeah. So. Wir haben es auf die gute alte, ich schieße einfach mal jeden Variante gelöst. So, ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr so viele Gegner haben. Und natürlich plündern wir sie erstmal alle. Da gibt's Munition. Genau, da haben wir auch leider eine verballert. Ah, hier gibt es ja keine Munition mehr für mich. Revolver-Munition hat man nie. Keine Gegner in Sicht. Sehr schön. Wir haben scheinbar alle erwischt. Oh. Scheiße. Das passiert mir häufig, dass ich dann nochmal den Leuten in den Rücken schieße. So. Ja, sorry. Und wir nehmen einen Flashbang auf und können somit wieder Flashbangs werfen. Das ist nämlich sehr schön. Na, komme ich hier irgendwie rein? Nee, ne. Nicht wirklich.
Und Jensen hatte nicht erwartet, was ihn hier erwarten wird. Munition, Munition, Munition. So, ich weiß aber gar nicht, wo wir jetzt überhaupt hin müssen. Im ersten Stock ist es, wo wir hin müssen, oder was? Spuren der blablabla. Das hat ein Lager infiltrieren. Ist das richtig hier? Ne, wir sind immer noch zu weit oben. Wir müssen noch eine Treppe weiter runter. Ah, es geht nur hoch, oder was? Ah, okay. Wo geht's denn hier runter? Hier, oder was? Aha, also muss ich hier durch die Tür und dann durch die Tür und dann hier rein, oder was? Aha, okay, na gut. Whatever. Okay, der Typ steht gerade hinten. Expendient bin ich. Aha. Und eine barmherzige Seele. Naja. Mehr oder weniger. Sicherheitsstufe 3. Passwort ist Neuralhub. Ja, okay, gut. Ich will die Geschütze anmachen. Ja, toll. Das könnte echt eine Augmentierung gebrauchen für die Roboter. Ah, okay. Analyse der Datenträger. Ihn zu betrachten. Ah, okay. Hacken, 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 hack Tarnung. Überhaupt hacken hier. Nein, ich brauche noch einen. Ah, okay. Main Floor, Locker Room, wo sind wir? Egal, würde ich sagen. So. Wir haben einen bösen Jungen, der da drüben rumläuft. Oh, kommt jetzt um die Ecke oder was? Nee, kommt da nicht. Oh, wir haben einen Revolver bekommen. Yeah, cool. Und wir ziehen den kleinen Typen. Ist er augmentiert? Der Arm sieht irgendwie augmentiert aus. Augmentierte Soldaten. Zu was für einer Behörde gehört der denn? Ja, blöd, dass ich ganze Revolver mal so weggeworfen habe. Null ist Revolver. Ich denke mal, dass wir den Revolver eher hier hinpacken, weil wir die Armbrust haben nämlich gar keine Munition. Wenig Munition, ja gut. Naja, mal gucken, ob das Ding überhaupt was bringt. Müssen wir hier noch irgendwo nachladen? Ich glaube, hier müssen wir noch mal ein bisschen nachladen. So. Ah, okay, hier können wir runtergehen. Das ist natürlich gut. Dann umlaufen wir nämlich alle bösen Jungs. Auf geht's, Mr. Jensen. Oder mit dir. Auf die Knie und bücken. Ah, okay, so. Wir müssen dahin. Hey, sehr gut. Okay, nicht erwischen lassen hier. Das nehmen wir noch mit. Habt ihr Schritte gehört? Habt ihr Schritte gehört? Nein, nein, haben wir niemals. Blöd ist jetzt, wenn ich jetzt hier unten rauskomme. Okay, alle können mich sehen. Na, na, na. Ich gehöre zu uns, zu euch Jungs.
What the fuck ist das hier für eine Anlage? Oh, ich dachte gerade. Geben Sie mir Seraph. Wir haben hier vielleicht ein Problem. Großartig. Adam, ich höre. Es geht um diese Fabrik, wo das Signal des Hackers herkam. Da sind überall FEMA-Schilder. Scheint so eine Art Internierungslager zu sein. FEMA? Das kann nicht sein. Die Hälfte unserer Aufträge sind staatlich. Ich weiß. Aber die Soldaten, die uns angegriffen haben, sind hier. Und so wie es aussieht, steht ihnen ziemlich beeindruckendes Gerät zur Verfügung. Ich mache mal ein paar Anrufe. Finden Sie raus, wer da die Befehle erteilt und melden Sie sich dann wieder. Oh, bitte nicht hier aussteigen. Bitte nicht hier aussteigen. Bitte nicht hier aussteigen. Bitte nicht hier aussteigen. Oh, Glück gehabt. Praxis? Ja, ich würde sagen, wir hauen das Praxis mal gleich am besten hier in den Roboterkacke rein. Ich habe keinen Bock, nochmal Probleme deswegen zu bekommen. Sonst irgendwelche Ausgänge, die ich benutzen könnte, um zu fliehen, wenn es blöd kommt? Internierungslager, aber für wen wollen die denn internieren hier? Genau, und ich werde nicht warten, bis dieser Blödmann mit einem Gabelstapler auftaucht. Glaub mir, so geht's schneller. Siehst du? Gut zu tragen, wenn sie laufen können. Stimmt. Und warum läuft das Ding nicht? Moment. Muss einer dieser Knöpfe sein. Okay. Roboter haben wir hier. Also gegen den Roboter kann ich mich leider nicht anlegen. Da fehlen mir einfach die Waffen dazu. Das heißt, es ist am besten jetzt unentdeckt hier wegkommen. Und hab ich gesehen. Ich bin jetzt echt versucht, den einfach mal runterzuziehen hier, also zu schocken und dann runterzuziehen, aber ich glaube, dann bleibt unten, da war nichts. Sieht die blöde Maschine mich und dann bin ich Hackfleisch. Was sind das für krasse Kampfmaschinen, ey? Kann ich das Ding irgendwie hacken oder so? Erstmal gucken, wo der Raum hier ist. So. Okay. Okay. Herrentoilette. Also die Frauentoilette ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Oh, verdammt. Super. Jetzt ist Schluss. Ja, was ist das für ein Alter, das gibt's doch gar nicht. Meine Güte, ey. Blöder Assi.